Leben wie im Westen, das kann man auch in Ost-Berlin. Direkt am Bahnhof Friedrichstraße eröffnet im April 1977 das Hotel Metropol. Hier wohnt man für Devisen und arbeitet für Mark der DDR. Wie Helga Lindner. Sie ist in der Protokollabteilung des Hotels, empfängt und betreut die Gäste. Ich habe das oft so wie auch meine Kolleginnen empfunden, als ob wir auf einer Insel leben. Wir waren etwas außerhalb der allgemeinen Wirklichkeit der DDR. Man hatte so viele Möglichkeiten, mit Leuten zusammenzukommen, die einem normalen DDR-Bürger gar nicht begegnen würden. Im Metropol wohnen Weststars wie Udo Jürgens und Nana Muscuri, Diplomaten und Geschäftsleute. DDR-Devisenbeschaffer Alexander Schalk-Golodkowski trifft sich hier mit seinen Handelspartnern von drüben. Die Gäste des Metropol bekommen von der Mangelgesellschaft DDR nichts zu spüren. Wir konnten eben jedem Gast besorgen, was er wollte, und waren es noch so ausgefallene Wünsche, wenn einer eben braunen Kandis Zucker zu seinem Tee haben wollte und es war gerade im Moment keiner da, dann wurde eben jemand nach West-Berlin geschickt und es wurde geholt. Ja. Hin und wieder wird Helga Lindner auch als Abendunterhalterin und Seelentrösterin für einsame Geschäftsleute benötigt. Jahrelang war die Prokuristin der Firma Oetker bei uns zu Gast und fühlte sich dann abends immer etwas allein, wenn sie frei hatte, keinen Termin. Und dann hat sie immer gebeten, dass jemand aus der Protokollabteilung sich etwas um sie kümmert, mal mit ihr isst im Hotelrestaurant, hat uns dann eingeladen oder mal mit ihr an die Bar geht.